Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es mal von der anderen Seite herum versuchen. Ich glaube, dass es uns sehr gut tun würde, aus dem Wahlkampfmodus langsam rauszukommen und in einen Arbeitsmodus hier im Parlament. Und in der Bildungspolitik, liebe Frau Kollegin, ja, dass Sie das nicht hinkriegen, weiß ich. Aber ich spreche jetzt mal die neue Kollegin an. Bildungspolitik, ich glaube, da sind wir einig, hat noch nie mit dem Urknall begonnen und hört dann irgendwann mit Sackzubinden auf. Sondern wir müssen an den Dingen beständig arbeiten. Und das ist in der Tat, und deswegen ist es gut, dass wir zu der Frage der Schulsozialarbeit eine Anhörung haben werden. Und ich möchte, dass wir an Fragen gemeinsam arbeiten. Und die sind auch nicht in einer Legislatur abgeschlossen. Ich will die großen Fragen mal benennen. Und das sind große Rede, die wir gemeinsam miteinander bedenken müssen. Das ist in der Tat die Frage der gemischten Finanzierung. Ich hoffe, dass auch die Tatsache, dass sich die Sondierungsgruppe in Berlin jetzt noch mal Zeit nimmt, dann zu einem Ergebnis führt, dass wir vom Bund mehr Unterstützung bekommen werden. Sowohl die FDP wie die Grünen stehen dafür, dass wir in der Bildungsfinanzierung Unterstützung vom Bund brauchen. So, und das bedeutet auch, dass wir in dieser Frage der Schulsozialarbeit und des multiprofessionellen Personals Unterstützung brauchen. Das gilt für die Inklusion, wo auch Schulsozialarbeit eine wichtige Rolle spielt. Und wir müssen, glaube ich, miteinander und mit unseren Partnern im Land, den kommunalen Spitzenverbänden, über die Frage der finanziellen Zuständigkeiten, innere und äußere Schulangelegenheiten miteinander reden. Weil die Frage von Stellen im Landeshaushalt bei der Ministerin, beim Sozialminister, die Fragen der Jugendhilfe, die auf der kommunalen Ebene verortet ist, die über das Bundessozialgesetzbuch dann auch mit determiniert ist, das müssen wir doch mal zusammenbringen. Und das ist doch genau das, was eben die Kollegin Vogt-Küppers auch angesprochen hat, diejenigen, die über unterschiedliche Programme laufen. Und ich habe das auch in der Debatte schon mal gesagt, ich wiederhole es aber gerne. Ich bin vollkommen bei Minister Laumann, der über diesen Wahnsinn des Bildungs- und Teilhabebüros Demokratieaspektes gesprochen hat. Ich bin als Ehrenamtlerin Fördervereinsvorsitzende in einem Verein, der die Mensa in einer großen Gesamtschule führt, mit bis zu 1000 Essen am Tag. Ich habe alleine eine Verwaltungsangestellte beschäftigt für die Abwicklung im Bildungs- und Teilhabepaket, um mit den Familien und dem Jobcenter und dem Sozialamt entsprechend sich auseinanderzusetzen. Das kann doch nicht sein. Und es gibt tatsächlich noch Träger, auch in Kreisen, die diese wertvolle Ressource dafür einsetzen, Anträge zu generieren aus Familien. Wollen wir uns tatsächlich über solche Dinge nicht miteinander unterhalten? Das kann ich nicht nachvollziehen. Und deswegen packen Sie doch mal die alten Befindlichkeiten weg und tun nicht so, als ob jetzt die Welt neu erfunden worden wäre. Nein, Sie haben genau an diesen kleinen Dingen, an den Mühen der Ebene, an den unterschiedlichen Zuständigkeiten, haben Sie mitzuarbeiten. Und Herr Rock, ich bitte darum, dass wir das auch gemeinsam tun, weil diese große Frage des Aufdröselns der Bildungsfinanzierung, vielleicht zu neuen Vereinbarungen zu kommen, Sie wollen eine Unterstützung in der Schulleitungsassistenz. Ja, haben wir auch, nicht nur im Programm geschrieben, haben wir erste Schritte getan. Aber dazu brauchen wir eine Klärung. Wir brauchen eine Klärung und kommen dann vielleicht auch zu gemeinsamen Schritten. Und da hängt viel dran und deswegen würde ich darum bitten, dass wir einen konstruktiven Dialog führen und dass wir die alten Reflexe mal endlich einpacken. Ich glaube, dann kommen wir hier einen Schritt im Dienste der Sache weiter. Applaus